Hallo liebe Dampfergemeinde, willkommen zu meinem nächsten Video. Wie ihr seht, ich habe das so ein bisschen aufgeräumt, das Start. Ich hoffe, das gefällt euch. Für mich ist es ein bisschen übersichtlicher, für euch denke ich mal auch und vielleicht auch ein bisschen interessanter. Das nächste Video, die Aegis 100, die neue. Auch wieder IP67 tauglich, testen wir. Ne, testen tun wir es nicht, so ein Kram machen wir nicht. Oder ich überlege es mir. Ist auch egal. Denkt an das Giveaway, ist noch diesen Tag gültig. Ich schieße auch heute das Video hoch, sage ich mal. Wer noch nicht davon betroffen ist, der noch nicht diesen Must-Have Iron Man oder American hat. Captain America, so heißt er. Captain America. Der kann ja nochmal sich schnell das Video anschauen und eben das auch so machen, wie es ist. So, heute geht es aber um den Start der Show. Das ist das letzte Liquid von der Twisted Bubble-Serie, Mr. Bubble-Serie. Zurzeit gibt es 5 und das letzte war natürlich auch. Wobei ich sage, Buttermilch, Zitrone klingt jetzt nicht unbedingt so spannend. Sag mal, Buttermilch, Zitrone. Aber andersrum ist, sowas kauft man auch öfters mal im Geschäft und von daher weiß jeder, sag ich mal, wie der Geschmack ist. Und mal sehen, wie sie es hinbekommen haben. In diesem Sinne, Freunde. So, liebe Dampfergemeinde, ich freue mich schon. Zitrone, Buttermilch. Ich meine, das klingt natürlich jetzt nicht so weltbewegend. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, sag ich mal. Also, das ist jetzt nicht. Es klingt nicht so spannend, sage ich jetzt mal so dazu. Es klingt nicht so spannend. Muss das Gerät auch anmachen, ne? Vorbereitung ist mir wieder alles. So. Also, es kommt hier wieder der Tauren Solo zum Einsatz, wie gesagt. Ist ein sehr guter Tröpfler. Wer den noch nicht hat, wer auf Tröpfler steht oder auf Skonker, als Skonker kann man auch umbauen, kann mit dem Tauren Solo nichts verkehrt machen. Jetzt haben wir erstmal die Zitrone Buttermilch. Achso, ich bin ja wieder auf 60 Watt. Da. Also das ist eine reichlich süße Zitrone. Und so ein milchigen, cremigen Abgang, der ist auch vorhanden. Harmonisch passt es sehr gut, wobei die Zitrone natürlich wirklich ein bisschen süß. Keine künstliche Zitrone, wo man sagt, oh, schmeckt wie Spülmittel. Ich weiß nicht, ob ihr das sowas schon mal kennt. Wer eine ganz schlechte Zitronenliquid hatte, das hatte ich mal. Da dachte ich, ich hätte Spülmittel im Hals. Wirklich eine angenehme Zitrone, aber ist ganz schön süß, muss ich ganz ehrlich sagen. So, MTL kommt der Amit. MTL Tröpfler. Kann auch umgebaut werden als Konker zum Einsatz. Airflow Mützchen drauf. Here we go. Ist ein leckeres MTL. Wirklich ein leckeres MTL Liquid, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zitrone kommt jetzt dafür nicht so stark raus und die Süße kommt nicht so stark raus, aber diese cremige, man merkt, Zitrone ist da, man merkt, dass etwas Cremiges da. Richtig schön im NTL. Gefällt mir. Gefällt mir. Richtig schön, geschmeidig im NTL. Jetzt haben wir noch einen raus auf Suppe um. Ja. Dann bekommt man das Ganze so puff, reinknallt. Eine harte Zitrone, eine starke Zitrone. Richtig starke, süße Zitrone mit so einem cremigen Abgang. Ich denke mal, da stehen auch so einige drauf. Ja. Ist auch lecker. Süßlich, leckere Zitrone mit milchigem Abgang. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll über die ganzen Liquids, die von Mr. Bubbles Twisted da sind, 5 verschiedene, würde ich sagen, man kann alle
recht gut dampfen, obwohl ich sehr pingelig bin beim Dampfen. Also das werdet ihr bestimmt noch in so einigen Videos sehen, wo ich sage, Inebe, da tut für mich nicht Not. Aber es ist ja, sag ich mal, ich will euch den Geschmack näher bringen. Und das ist eine richtig schöne süße Zitrone mit dem cremigen Abgang. Aber zum Ganzen, diese ganze Serie, ich denke, wer die komplett kauft, wird es so wie ich machen, sage ich mal, zwei werde ich verschenken, kommen wir auf den Stammtisch, ich werde wieder eine Runde rein, kann jeder mal ein bisschen dran rumnuckeln, dann ist die Packung alle und dann ist gut. Und andere drei davon werde ich auf jeden Fall weiterhin dampfen und auch zu Ende dampfen. Werdet ihr hin und wieder vielleicht mein Video sehen, sag ich mal, wo ich wieder was in den auffülle. In diesem Sinne, ich freue mich auf die Eggs 100, mal kein Liquid vorstellen, mal wieder ein bisschen technischen Kram vorstellen. Die ist auch wieder IP67, ist die stoßfest, wasserdicht, staubsicher. Naja, wenn es wasserdicht ist, soll es auch staubsicher sein, gell? In diesem Sinne, Freunde, ich laber schon wieder. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Viel Spaß noch.